Ich würde vorschlagen, dass in dem großen Raum hier unten, wo die Gegner rumlaufen, Granaten hinwerfen und da oben, wo sie hinter der Brüstung stehen, dann mit dem Traktorstrahl hochbringen. Wäre vielleicht Ah, okay, ja. einigermaßen sinnvoll verwendet. Klingt wie ein guter Plan. Wird schief gehen, ich weiß. Andi, wo ist der Andi? Kann ich da Hast du einen Traktorstrahl? Dann kannst Ich du ja mit komme dem mit, pack mich Traktorstrahl schon mal. mitkommen. Das ist übergenehm. Ja, damit hat der Ole gegen dich streicht. Musst aber die Tür dann gleich aufmachen, gell? Ich mache die Tür auf, Oleg wirft die Granate bereit. Okay, Tür auf. Glück's nicht. Ja, Oh du ja. hast ihn. Sehr gut. Okay, normalerweise ist da hinten einer. Zwei oben. Genau, ich würde mich erstmal um den unten hinter Ich versuche mal der. den aufzukriegen, mal gucken, ob das was wird. Okay, aber ansonsten können wir die mit dem Traktorstrahl hochbringen. Ja, die ist hier oben, ja, die ist oben gelandet. Geplatzt. Hat es einen getroffen? Ja. Ja. Okay. Hat der es Ah, überhaupt getan? stimmt wieder, ja. Was soll die? Ich schau mal unten nach dem einen und dann kann gleich mal Pani mit dem Traktorstrahl ran. Das Geile war, der hat die Granate irgendwie gegen den Kopf bekommen, der hat vorher gezuckt, also ist da hingefallen, hat gezuckt und dann. Ah, Die okay, Tür der ist ist hinter wieder. der Tür. Aber schmeiß noch mal hin, ich lauf. Lauf vielleicht zuerst, ich will dich nicht springen. Okay, Granate ist gezogen. Weg. Ja. Ja, einen habe ich oben links. Nee. Ich glaube, ich habe jetzt gerade zwei Granaten geworfen. Der oben links ist wieder aufgestanden. Granaten sind im Pein, Hintergrund. das ist ein Granatsymbol oder ist das ein Blindgänger? Blindgänger, ich höre da nichts. Ich hab den niedergeschlagen. Okay. Ich lade meine Granaten Ich habe noch eine Granate, wenn du willst, kannst du die mit dem Traktorstrahl hochbringen. hier. Okay, warte, warte kurz. Ich muss mal schauen, ob ich deine Hand da irgendwie gleich. Bei Oleg und mir ging es gerade ganz gut, indem wir die auf den Boden geworfen hatten. Ich würde gerade noch mal schauen, wo denn überhaupt einer steht, da oben. Ah, da oben. Von wo aus kannst du die Gegner gut sehen? Boah. Den da oben links habe ich jetzt schon einmal mit einer Granate getroffen. Probieren wir es mal nochmal. Pani, sollen wir uns hier hochschleichen? Über dir ist einer? Warte mal. Genau über dir. Ich dachte, wenn wir uns hier hochschleichen, dann kannst du da auf den Boden werfen und du kannst so gut aufheben. Dann musst du die nicht so weit bringen. Na, aber dann schmeißt man hier am Boden alles zu. Also direkt Und vor dir? ja, und da oben ist einer, nämlich. Okay, Achtung. Einer schießt ja. Granate. Oh, die ist weiter geflogen als es vorhatte. Nein, die habe ich nicht erwischt. Okay, eine habe ich noch. So leggy, Alter. Sie liegt mehr oder weniger vor uns. Ja, shit. Okay, ich muss eben Granaten nachfüllen. Ich probiere mal. So, wie du. Ich könnte teilweise übrigens zwei Granaten haben, ne? Also ist Flashlight geworfen. Tot. Da haben wir die nächste Challenge. Ja, er will nicht werfen, was ist da los? Ich habe noch 92 Granaten übrig. Mir tut er da an den Spind ziehen. Krieg ich denn jetzt den hier, den Vogel hier? Ich glaube, die sind rausgeklitscht. Ich probiere es mal eben mit Granate rollen bei dem hier. Ah, die kann er da nicht Oh, herbringen, oh, was oh. aber nicht. Ich werde beschossen. Ja, der hier vorne hat es irgendwie genutzt. Da habe ich die Granate hingerollt.
Mir ist gerade aufgefallen, Pan, ich habe die ganze Zeit geworfen, statt zu rollen, die Granaten. Vielleicht hätte das besser geklappt. Sollen wir es nochmal mit Rollen probieren? Ihr nehmt die mit dem Traktorstrahl auf. Oh, da ist noch einer reingekommen. Hier oben kommen gerade welche raus. Von wo könnt ihr die gut sehen mit dem Traktorstrahl? Ich kann auch jetzt eine rollen. Okay. Pani, hier oben ist einer, wo ich gerade hinleuchte. Da oben? In der Zwischenetage, ja. Ja, kannst du ein kleines Stück hochgehen und dann siehst du ihn. Ah, da ganz oben hat. Probieren wir was. Da ist auch noch einer in der Mitte bei der Skulptur. Eine geworfen. Verdammt! Unter dir! Ah. Der hat mich umgeschossen. Konnte mich dann treffen. Weg, da ist eine Granate. Warte mal, Party-Member alle committed, aggressive, bla bla bla, was ist da alright? Okay, den Dude hier hoch, versuche ich nochmal mit einer Granate. Das heißt, wie geil er wird, weil, keine Ahnung. Doch, ich probier's auch. Oh, das ist auch schon geworfen. Okay. Auch wieder. Ah, sehr schöner Wurf. Sind jetzt unverwundbar geworden? Ich guck mal den hier mit dem Takedown. So, ich kann jetzt eine Granate rollen, wenn wer einen Traktorstrahl hat. Wo bist du? Du bist. Der Oleg steht hinten an. Was? Ich will mal so. Andi, ich roll da einer her. Das will ich da auch vergessen, oder? Da oben steht einer, da wo ich hinschaue. Bist du. Ja, genau. Ich rühre eine vorne hin, Achtung! Mhm. So! Bei der Tür! Frau! Oh, okay. Ja, das war. Und nochmal, ich probier's nochmal. War prinzipiell schon ganz gut. Auf was? Du musst ja nochmal welche ausrüsten. Ich kann einen rollen. Okay, du. Warte, Andi, dass du rollst eine. Oh, ich werde getroffen. Ich fürchte, dass ich gerade verblute und Medpens funktionieren bei mir. Funktionieren im Moment nicht. Also, ich bin gleich wieder da. Ah, ich glaube, der ist auch tot. Ja, einer ist hier noch, einer ist hier übrigens noch über mir. Der glaubt, der läuft jetzt gerade, passt auf. Dann ist hier wirklich dumm wie Show. Hi, tschüss. Kann sein, dass mich das auch noch mit erwischt hat, ein kleines bisschen durch die Scheibe. Das kann ich nur tun, wenn eine Granate auf mich zurollt. Ah. Ich verstecke mich hinter der Scheibe. Ja, durchschießen kann man da ja nicht. Kugelsicher sind die ja irgendwie. So, ich probiere in der Bar. Und wir mitgeteilt drin. Ja. Oben ist eh keiner. Sieht du jetzt keinen? Ja. Geh mal um die Ecken und roll. Ist keiner. Ah, ist keiner. Okay, ist keiner da. Oh, da werden ziemlich viel im Hangar noch sein. Gehen wir da links weg, kann man mal, ne?
Ja. Gut, da bin ich jetzt erst durchgeglitscht, aber ja. Aber dann geben wir den Oleg den anderen Weg. Okay, super. Jetzt hier. So, warte mal, ich. Okay, wie jetzt abgeht. Ich tu mal noch ein paar Nadeln aus. Ah, der Lift kommt auf mich zu. Das macht nichts. Okay, es macht nichts. Sollen wir erst in den Hangar gehen? Ja, ich fahre mit dem Oleg auch runter. Wenn er den mal. Okay, im Hangar müssen wir jetzt halt wirklich vorsichtig sein, dass wir nicht die Sicherheitskräfte erwischen. Das ist blöd, der muss durch die zwei Türen durch, ne? Ja. Ich würde jetzt in den Ding gehen. Geht's in den Hangar? Weil, sonst hätte ich gesagt, gehen wir jetzt erst Maschinenraum, ne? Wir können auch erst zum Maschinenraum gehen. Ich bin aufgefallen. Kommt die raus, dann müssen wir euch retten. Ich glaube, ihr müsst uns retten, wir sind beide durchgeglitscht. Kommen wir wieder raus? Nein. Nein. Das ist ein Pirat, oder? Der rechte. Ein Diamant ist ein Pirat, oder? Was? Das hier ist ein Pirat, oder? Der hier hinter der Tür. Das ist keine Sicherheitskraft. Das ist keiner. Okay, dann Achtung, Granate raus. Na. Nein! Hä? Nein! Was meinst du? Jetzt glaubt, das ist ein Ding, das sieht mir jetzt. Ne, ich glaube, das war keiner. Okay, da war keiner. Soll ich den Stift ziehen, Oleg? Ich bin gleich beim Aufzug. Hm? Ich bin gleich im Aufzug. Achso, okay. Oh Gott. Ah. Der kommt drauf. Ja. Ein runter noch, ja. Ich muss erstmal einsteigen. Super, dankeschön. Gracias. Okay, eine Granate habe ich gerade noch ausgerüstet. Oh, die Tür ging wieder zu. Genau, breit bei euch. Das ist jetzt, ja. Rauf zu mir wieder. Jetzt wieder einer probieren. Angriff. Oh, wieder noch weiter. Okay. Werft einfach. Ja, Leute, ey. Nur Granaten. Jawohl. Okay, ich muss eben nochmal Granaten nachrüsten. Da steht noch einer beim Lift. Oh, ja. Oh, er hat mich schon geworfen. Der schießt mich. Ich bin tot. Ah, das Ding ist weg. Meine Granate ist durchgeglitscht. Ich versuche auch zum Ausrüsten. Scheiße. Ich würde schießen müssen. Hallo, Stu. Pass auf. Huch. Jetzt bin ich wieder ins Bett zurückgeklitscht. Achso, den hast du jetzt erschossen. Ja. Hinter dir ist einer. Mhm. Oh. Mhm. Oh, wo ist der? Ah! Sag einmal! Ja, ich auch. Sind wir alle an Bord der Cutlass? Okay, dann. Es sind nur noch 5. Schauen, wie viele Granaten ich mache. Ich habe noch so grob 80 bis 85, würde ich schätzen. Ich habe einmal 100 Stück gekauft, als die Granatenwerfmechanik verbessert wurde. Das ist bei mir mit der Mate-Benz. Oleg, du bist schon unten. Ja.
Steht hier einer? Von uns? Ne. Okay, das ist da hinten ein Gegner, ja? Dann viel Spaß damit, Herr Gegner. Oder auch nicht. Gut, dass er nicht schießt. Okay, ich glaube, der Maschinenraum ist frei. Okay. Dann auf zum Hangar. Küche, glaube ich, muss ja auch immer wieder sein, oder? Ja, kann gut sein, aber ich glaube, da waren wir vorhin durchgerannt an die Arme und ich. Ich folge dir mal, Pani. Wo seid ihr gerade? Im Speisesaal. Okay. Mit Rettungskapseln jetzt. Ich bin gerade kurz voran. Ach, dann bist du auf der anderen Seite. Können wir zusammen den Hangar stürmen. Ist wahrscheinlich am besten. Wir sind jetzt vor der Doppeltür, Pani und ich. Du auch? Ich bin an der Doppeltür. Dann rein geht's. Ja. Es sind direkt zwei Dudes vor mir. Ja. Zwei erwischt. Ja. Ja. Einer. Ja, genau. Cool. Okay, ja, dann haben wir alle erwischt. Hat Ole gerade noch einen in der Hand? Ja. So, können wir jetzt dieses Schiff hier kaputt machen? Zu Granaten reinwerfen. Ob es durchgeflutscht? Doch nicht. So eine Granate habe ich noch. Oh, die ist irgendwie komisch abgeprallt. Ich glaube, wir haben bloß zwei nicht mit Granaten gekillt.